Was geht? Corey hier und willkommen zurück bei Einfach Bibel lesen. Geht's euch gut? Das ist die Serie, wo ich euch zeige, wie man die Bibel liest, wo ich mit euch die Bibel lese und wir lernen, wie man die Bibel liest. Ich hoffe, das alles macht Sinn. Wenn nicht, dann kann ich auch nichts dran ändern. Wir haben bis jetzt Markus 1 bis 6 durchgenommen und viele sind von Anfang bis Ende bis jetzt dabei gewesen. Also falls ihr von Anfang an dabei gewesen seid, schreibt doch unten in die Kommentare einfach mal, ich war dabei. Und dann würde ich mit Gebet anfangen und dann starten wir einfach in Markus 7. Danke, Vater, für diesen heutigen wunderbaren Tag. Ich danke dir so sehr, dass wir jetzt wieder dein Wort lesen dürfen, dass wir uns austauschen dürfen und dass du einfach durch deine Worte in uns rein sprichst, Herr. Bitte segne diese Zeit, forme einfach unser Herz, forme unser Denken nach dem, was du für uns geplant hast. Und ja, segne einfach diese Zeit. Amen. So. Jesus macht schon so einige Wunder und er macht richtig coole Sachen. Aber heute macht er Sachen, die wir irgendwie vielleicht nicht verstehen können. Genauso wie keine Wunder. Wunder können wir auch nicht verstehen. Also legen wir los. Markus Kapitel 7. Jesus sagt, was den Menschen wirklich unrein macht. Markus 7, Vers 1. Eines Tages kamen einige Pharisäer und Schriftgelehrten aus Jerusalem zu Jesus. Sie sahen, dass einige seiner Jünger den jüdischen Brauch, sich vor dem Essen die Hände zu waschen, nicht befolgten. Die Juden, besonders die Pharisäer, essen nicht, bevor sie nicht Wasser über die Hände gegossen haben. Oder hier heißt es auch, wenn wir hier drüber gucken, griechisch heißt es, bevor sie sich nicht mit einer Handvoll Wasser die Hände gewaschen haben, wie ihre überlieferten Satzungen es vorgeschrieben haben. Auch essen sie nichts von dem, was sie vom Markt gekauft haben, bevor sie nicht ihre Hände im Wasser getaucht haben. Das ist nur eine von zahlreichen Satzungen, an denen sie festhalten. Wie zum Beispiel an den Brauch, Becher, Krüge und Kupferkessel auszuspülen. Macht ja auch Sinn. Deshalb fragten nun die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus: Warum befolgen deine Jünger unsere überlieferten Vorschriften nicht? Denn sie essen mit ungewaschenen Händen. Jesus erwiderte: Ihr Heuchler, Jesaja hat euch gemeint, als er sagte: Diese Menschen ehren mich mit ihren Worten, aber nicht mit ihrem Herzen. Und jetzt fällt mir auf, was ich vergessen habe, und zwar ein Mikrofon. So, jetzt sollte das doch ja ein bisschen besser sein. Ihre Anbetung ist nutzlos, denn sie ersetzen die Gebote Gottes durch ihre eigenen Lehren. Ihr missachtet die Gebote Gottes und setzt an ihre Stelle eure eigenen Vorschriften. Und er fuhr fort: Geschickt setzt ihr Gottes Gebote außer Kraft, um an euren eigenen Vorschriften festzuhalten. Mose gab euch das Gebot von Gott: Ehre deinen Vater, deine Mutter, und wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tode bestraft werden. Ihr dagegen behauptet, es sei durchaus richtig, wenn jemand zu seinen Eltern sagt: Es tut mir leid, ich kann euch nicht helfen, ich habe gelobt, Gott alles zu geben, was ich euch hätte geben können. Ihr lasst zu, dass er seine eigenen Eltern, die Not leiden, vernachlässigt. Auf diese Weise brecht ihr das Gebot Gottes, um eure eigenen Vorschriften zu halten. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Machen wir hier erstmal Stopp. Es ist ganz klar, was hier passiert. Also wir recappen nochmal, was passiert ist im Allgemeinen. Im Allgemeinen, die Pharisäer und Schriftgelehrten sehen einfach, dass die Jünger Jesu nicht diese unendlichen Vorschriften eingehalten haben, die die Israeliten, die Juden einfach eingeführt haben. Also das Ding ist, Gott hat Mose Gesetze gegeben. Ganz klar, Gesetze gegeben. Und da heißt es,
tu dies, tu das, tu das, tu dies, tu das, tu dies und tu das. Und weil diese Gebote trotzdem manchmal ein bisschen Interpretationsspielraum gaben, haben die Israeliten zu der Zeit und über die Jahre noch mehr Gesetze oder Vorschriften, noch mehr Vorschriften erstellt oder erfunden oder wie auch immer, sich ausgedacht. Eine Sache, die mir immer wieder zum Kopf, die mir immer wieder einfällt, ist, sie haben gesagt, okay, am Sabbat dürfen wir zwar nicht, also wir dürfen nicht arbeiten, aber jetzt machen wir es auch so, dass wir nicht mal mehr 1000 Schritte machen dürfen. Keine Ahnung, ob das wirklich irgendwo war oder ob es einfach irgendwo in irgendeiner Predigt irgendjemand das gesagt hat, aber sie haben noch mehr Vorschriften auf den gesetzt, was eigentlich geboten war. Und hier sehen wir, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten sehen, dass die Juden von Jesus nicht das eingehalten haben, was sie vorgeschrieben haben. Das Ding ist, klar haben sie auf eine Art und Weise recht. Also es ist schon gut, seine Hände zu waschen, bevor man isst. Und es ist gut, dass man das Geschirr und Besteck und alles vorher wäscht, bevor man isst. Aber Jesus sieht direkt durch, was eigentlich deren Problem ist. Deren Problem ist, dass sie Heuchler sind. Heuchler sind die Menschen, die sagen, hey, du darfst das und das und das darfst du nicht, aber hinter dem Rücken tust du genau dasselbe und das sind Heuchler. Und Jesus sieht genau hier durch. Er geht gar nicht darauf ein, dass die Jünger gar nicht ihre Hände waschen und das Geschirr sauber machen, wo wir eigentlich nochmal ein eigenes Thema machen könnten, so ja okay, aber es ist doch trotzdem richtig. Es geht hier aber in dieser Story eigentlich darum, um die Herzenshaltung von den Schriftgelehrten und Pharisäern, so wie es ja meistens geht. Und das ist auch eine Lehre, die wir natürlich für uns auch einsetzen können, ist so, wenn wir etwas sehen, was klar falsch ist vielleicht, gehen wir dahin und sagen denen, hey, das ist falsch, weil wir einfach nur keine Ahnung, die jemanden anklagen möchte, oder weil wir einfach sehen, hey, das ist vielleicht nicht so schlau und hey, du bist mein Bruder, wir wollen doch alle heiliger werden und besser werden und wie auch immer, hier macht das doch nicht mehr. Und das sind natürlich immer zwei Arten von, wie wir an Sachen dran gehen können. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sind Heuchler, also viele sind Heuchler. Natürlich nicht alle, es gibt natürlich auch gerechte Schriftgelehrten und Pharisäer, sicherlich zu der Zeit gewesen, die dann aber natürlich die dann natürlich umgekehrt sind zu Jesus. Und dann lesen wir einfach, dass diese Menschen haben zwar diese Vorschriften und diese Gesetze, oder sie beklagen diese Vorschriften bei den Jüngern, aber was sie auch machen, ist ein Gebot Gottes, also nicht nur eine Vorschrift von Juden, sondern ein Gebot Gottes, mit ihren eigenen Vorschriften so verändern, dass sie drumherum kommen. Und zwar ist das Gesetz heißt, ehre deine Mutter und deinen Vater oder deine Mutter oder dein Vater und deine Mutter, wie auch immer. Und wer seine Eltern verflucht, da heißt es, der soll mit dem Tode bestraft werden. Mit dem Tode bestraft werden. Aber was machen die Schriftgelehrten und Pharisäer? Die haben jetzt eine Vorschrift eingeführt, die sagt, hey, wenn wir aber das Geld oder wenn wir unsere ganze Zeit darin investieren, um Gott zu dienen, wie auch immer sie das machen werden, das ist natürlich auch alles heuchlerisch, dann ist es okay, wenn man die Eltern sozusagen vernachlässigt. Und da kommen wir natürlich zu dem Punkt, was super wichtig ist für uns zu wissen und warum es immer so ein Kampf, nicht Kampf, aber immer so ein Streitgespräch ist, Gesetz, Mose, Gesetz und also halten und nicht halten und oder unter dem alten Gesetz sein und nicht unter dem alten Gesetz sein. Und ich habe ein Video darüber gemacht, das könnt ihr euch gerne anschauen, ob wir noch unter dem mosaischen Gesetz sind. Und das Ding ist ja, das mosaische Gesetz, und da kommen wir später auch nochmal drauf zu, was Paulus sagt, ist, es hatte einen gewissen Zweck und den können wir jetzt, heutzutage, können wir ganz klar sehen. Also wenn es darum geht,
ehre deine Eltern, dann geht's nicht darum, dass du dann irgendwie es schaffst, davon wegzukommen oder irgendein Loophole zu finden, eine Grauzone zu finden, um dieses Gebot nicht einzuhalten, indem du es praktisch einhältst. Also wir machen sowas gerne auch so, wir haben nicht gelogen, wir haben nur nicht die ganze Wahrheit gesagt, weißt du, genau so. Aber der Sinn ist natürlich, das ist ja schon Lüge, das ist ja trotzdem die Lüge, und genauso ist es hier. Es ist nicht die Eltern ehren, wenn sie sagen, hey, nee, ich habe Besseres zu tun, und deshalb kann ich meine Eltern nicht ehren. Weißt du, man kann auch natürlich ein bisschen Zeit für Gott und dann auch die Eltern ehren. So, also es ist auf jeden Fall die Möglichkeit da, in diesem Fall auf jeden Fall. Genau. Und das ist das, was Jesus hier beklagt. Und das ist das, was wir auch daraus ziehen können. Heuchlerisches Herz, dass wir nicht anklagen die Leute, nur weil wir etwas sehen, was falsch ist, sondern dass wir selber nochmal schauen auf unserem eigenen Herz, auf unser eigenes Herz. Genauso wie die Story mit dem Balken im Auge. Also du siehst den Splitter im Auge deines Bruders, aber siehst den eigenen Balken in deinen Augen nicht. Genau, das ist eine Sache, die wir hier lernen. Und die andere Sache ist natürlich dieses, du veränderst Gottes Gebote. Es heißt, das und das, du sagst, so wie ich gesagt habe, du darfst nicht lügen. Aber wir sagen, ja, ich lüge ja nicht. Das ist nicht lügen, es ist nur nicht die ganze Wahrheit sagen. Und aber rein theoretisch wissen wir ja, nein, es ist trotzdem der falsche Weg. Okidoki, dann lesen wir weiter ab Vers 14. Und da heißt es: Dann rief Jesus die Menge zu sich. Hört alle genau zu, sagte er. Und versucht es zu verstehen. Der Mensch wird nicht durch das unrein, was er isst. Er wird unrein durch das, was er sagt und tut. Oder in manchen Handschriften folgt Vers 16: Wer hören will, soll zuhören und begreifen. Und klar, diese Aussage hatten wir ja schon sehr oft. Dieses Wer hören will, soll hören. Gehe ich später nochmal drauf ein. Als Jesus sich von der Menge zurückzog und in ein Haus ging, fragten ihn seine Jünger, was er denn mit dieser Aussage gemeint hat. Versteht ihr es denn auch nicht? Fragte er. Begreift ihr nicht, dass nichts, was der Mensch isst, ihn verunreinigen kann? Die Nahrung kommt nicht mit seinem Herzen in Berührung, sondern geht nur durch den Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus alle Speise für erlaubt. Und er fuhr fort, es sind seine Gedanken, die den Menschen verunreinigen, denn von innen, aus dem Herzen eines Menschen, kommen böse Gedanken, wie Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Vergnügungssucht, Neid, Verleugnung, Stolz und Unvernunft. All diese üblen Dinge kommen von innen heraus. Sie sind es, die den Menschen unrein machen. Das, was ich schon in den ersten Versen erklärt habe, erklärt Jesus jetzt auch nochmal auf eine ein bisschen andere Art und Weise. Und zwar, die Jünger gehen zu ihnen und sagen, ha, cool, dass du uns verteidigt hast, cool, dass wir jetzt nicht mehr die Hände waschen müssen und mit dreckigem Geschirr essen dürfen. Aber was hat das überhaupt bedeutet, was du gesagt hast? Und Jesus so, hä, ihr versteht's auch nicht? Ich glaube, Jesus weiß, warum sie es nicht verstehen, weil sie den Heiligen Geist noch nicht haben. Aber es zeigt einfach nochmal, und es ist ja auch eine Lehre. Er lehrt ja denen auch. Und mit jeder Reaktion und alles lehrt er die Jünger ja auch. Und er fragt einfach, so wie könnt ihr das auch nicht verstehen? Es geht nicht darum, was du isst. Klar, wenn wir um Gesundheit reden, ja okay, es ist gut, wenn du deine Hände wäschst und so. Aber wenn es um Gottes Gebote geht, so ist es egal, ob du jetzt Schwein isst, Hühnchen, Rabbit, was ist Rabbit? Hase, Kaninchen, was war noch? Schaufisch. Naja, mir geht da alles auf Englisch gerade in meinem Kopf. Es ist egal, ob du das alles isst. Das macht dich nicht unrein. Das geht hier rein und geht unten wieder raus. Oder, falls du zu viel gegessen hast, geht es oben wieder raus. darum geht's gar nicht. Und deshalb
verstehe ich gar nicht, wieso Leute noch so fest darauf festhalten, nee, das darfst du essen, das darfst du nicht essen, das darfst du essen, das darfst du nicht essen. Darum geht's gar nicht, es ist der Sinn. Der Sinn ist doch, worum es sich dreht. Und nichts, was in den Menschen hereinkommt, von außen, also von hier oder irgendwie sowas, kann den Menschen verunreinigen. Aber was heißt das? Es heißt natürlich nicht physisch. Klar kannst du, wenn du jeden Tag McDonald's isst, deinen Körper verunreinigen und er wird krank und stirbt dadurch. Also muss Jesus ja etwas anderes damit meinen, weil er hat ganz klar hier nicht gesagt, das heißt, ihr dürft alle zu Mc's gehen. Weil er geht lieber zu Burger King. Nein, Spaß. Aber das heißt es nicht. Es geht geistlich gesehen. Dass das Böse, das Schlechte nicht von außen nach innen kommt, sondern von innen nach außen. Was impliziert, dass wir sehr viel in unserem Fleisch, das Fleisch, das was ja täglich ein Kampf ist, Geist gegen Fleisch, dass im Fleisch so viel Negatives ist. Und das lesen wir hier, Vers 21. Dass im Herzen, also Herzen war damals, haben die immer gesagt, so, weil die gedacht haben, das Zentrum allem ist halt im Herzen. Was wir natürlich jetzt wissen, ist im Gehirn. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht um nicht mal dieser Organherz, ne, sondern das Innere. Und das Schlechte, die bösen Gedanken kommen vom Inneren, von deinem Fleisch. Und viele sagen ja immer, nein, der Mensch ist nicht böse. Aber doch, der Mensch ist in Sünde geboren. Wir sind tote Menschen, wenn wir geboren werden. Und wir müssen erst Jesus annehmen, um gerettet zu werden. Also, tote Menschen sind böse, sind schlecht. Und was kommt aus diesen bösen Menschen heraus? Aus dem bösen Herzen kommen böse Gedanken. Böse Gedanken. Wie Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Vergnügungssucht, Neid, Verleugnung, Stolz und Unvernunft. Oder wir lesen hier auch nochmal Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Und damit sehen wir, es geht nicht darum, was von außen in dir reinkommt. Es geht darum, was von dir rauskommt. Also wieder zu dem Beispiel Lügen. Es geht darum, was du in deinem Kopf hast, was du denkst, wenn du nicht die ganze Wahrheit sagst. Wenn du nicht die ganze Wahrheit sagst, dann lügst du schon in deinem Herzen, in deinem Fleisch, lügst du schon. Und das ist der Punkt, den ich hier rauslese. Und falls ihr eine andere Meinung habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Falls ich was ausgelassen habe, könnt ihr es gerne natürlich auch in die Kommentare schreiben. Und das war's für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche mit dem Rest oder mit dem nächsten Teil von Markus Kapitel 7. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ihr könnt gerne immer liken und supporten und teilen und was auch immer ihr machen könnt, damit dieser Channel wachsen kann. Aber wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, Corey hier. Hier da, alles klar. So, Endcard. Hier ist Markus Evangelium Playlist. Hier könnt ihr draufklicken und dann seht ihr alle bis jetzt vorhandenen Videos. Und hier geht es darum, ob wir noch unter dem Gesetz sind. Also, schaut es euch gerne an.